Munition brauchen wir, denn unsere Hosentaschen sind, na nicht fast leer, überhaupt nicht, aber sie sind nicht mehr so gut bestückt und da müssen wir was tun. Und damit allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 5. Herr Winkton, hallo. Guck mal hier. Nein. Nur Gewehrmunition, der Rest passt eigentlich. Ich bin mal gewillt, die Steinschleuder mitzunehmen, damit ich sie einfach mal ausprobiere. Und zwar, es sieht aus, als ob das Ding eine Schaufel schießt. Schaufelwerfer? Wirklich? Nimm deine Gegner auf die Schippe. Big Pharma. Was ist das denn? Eine MP aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine M9. Freier Start Scharfschützengewehr. Das Ding ist ja lustig. Eine Vector. Cool. Gibt's hier auch irgendwas Abgefahrenes? Baseballschläger mit Stacheln ist jetzt nicht so abgefahren. Das Ding sieht aus. Magnum mit einem Mündungsfeuer? Dämpfer? Mündungsbremse? 911er. Gibt's hier auch sowas wie eine Deagle? Der dicke Granatwerfer. Kostet 9000er. Wie viel Schuss hat man denn dann davon? Ah, ich will die Steinschleuder unbedingt mal ausprobieren. Ist überhaupt nicht spektakulär, aber ich will. Ja. Kann ich noch ein 10-fach-Visier drauf pappen? Nein. Das ist ja blöd. Geht nicht für den Granatwerfer, weil Seitenwaffe und das ist keine Seitenwaffe. Ach nee, ich will keine Lackierung drauf. So ein Quatsch. Oh, ohne mein Scharfschützengewehr. Schöner Stein. Nein, Jess, bleib doch hier. Was haben wir denn getan? Was haben wir denn getan? Jess, was haben wir dir denn getan? Bleib hier. Alles klar. Du bist echt verrückt, Mädchen. Ach, mach doch, was du willst. Du gehst auf den Beifahrersitz. Lass dich hier nicht fahren. Fährst viel zu langsam. So ähnlich wie Adelaide bestimmt. Ziehen wir's durch. Wobei, das war schon höchste Stufe, aber... Ups. Genauso ähnlich wird das bei dir auch sein. Du bist nämlich auch irgendwie Pappkameradin in deinem tiefen Inneren. Wo ist denn jetzt der Heliladen genau? Also ich bin jetzt... Okay. Bin jetzt in einem Fangzentrum rechts. Ich muss eigentlich querfeld einfahren. Hier wird es zu steil sein. Hier wäre es vielleicht gerade noch möglich. Ah, hier ist auch schon Arsch hoch. Ah, ich hätte doch da links lang fahren sollen. Das kriege ich immer ganz leicht hin, das Fahrzeug irgendwo gegenzusetzen. Wir kommen hier erstaunlich gut hoch, hätte ich nicht so gedacht. Der Wagen hat halt Bums und noch genügend Grip. Jetzt wird es aber, glaube ich, zu steil, oder? Vielleicht rutscht das Ding? Ne, es geht. Wer ist denn da? Wanderer mitten im Wald. Spinnt der? Na, kann man sie durchmogeln? Nein. Da hätten die schönen Bäume abgeholzt. Achtung. Da ist ja ein Wolfsköder. Gehen Sie weg. Sie Händler, Sie. Dann nehmen wir den gleich noch mit. Ich höre die Leute immer über Munition. Unendlich Schusswall Steine. Wie unscharf der Stein ist, weil wir auf was anderes gucken. Lacht sich gleich ein. Bogen spannen, ja, ich kann auch die Steinschleuder spannen. Macht aber keinen großen Unterschied. Dann werfen wir was, was wir selbst basteln können. Brauche ich schon wieder zwei für. Nö.
Und jetzt bitte ein Heli. Das frage ich jetzt nicht. Wo ist hier das Flugzeug runtergekommen? Es war auch noch ein Verbündeter, so ein Wasserflugzeug. Was für Deppen. Das war wohl nichts, ihr Hirnis. Das schaffen wir niemals. Nicht mal mit dem Fallschirm, weil der gar nicht so schnell zu öffnen ist. Also das Scharfschützengewehr wird mir schon sehr fehlen. Hätte das Ding vielleicht für den Bogen tauschen sollen. Was ist denn eigentlich hier los? Ich lasse mich schon wieder ablenken. Ganz einfacher Heli. Der steht im Weg, oder? Wenn ich jetzt hier Tulip holen will, wird geliefert. Einfach ausgetauscht. Einsteigen, Jazz. Es geht bei diesem Tulip bloß neben uns. Gut. Also jetzt wieder ganz nach unten, die guten 4 Kilometer. Wer will uns denn da sehen? Kann doch nicht sein. Ah, das ist doch hier. Ja, hier sind wir mit Herc runter. So findet man sich wieder. Wenn ich zu flach fliege, dann könnten die uns sehen, abknallen. Das Problem ist, wenn ich zu hoch fliege, dann sehen wir zu wenig Details von der Spielwelt. Das sieht schon komisch aus, wie das jetzt da hinten auch gleich nachzeichnet, genau. Naja. Aber mehr kann das Spiel nicht. Sieht ja schon beeindruckend aus, dass man bis dahinter schauen kann. Da ist der Rest von der Statue. Ich habe im Heli noch gar keine Bomben abgegeben. Das sieht auch cool aus. Das erinnert mich an die vielen kleinen Inseln, die man bei Age of Empires erleben kann auf den Karten. Wo du noch Land hast, dann noch so ganz, ganz klein wenig, ich sag mal Ufer, noch Restland, was aber schon mit Wasser überzogen ist, wo du aber noch rüberlaufen kannst und dann hast du nochmal so ein Stück Inselchen mit 3, 4 Bäumen drauf. Wenn wir jetzt gerade wieder runterfliegen, wer will uns da sehen? Wenn wir gleich wieder in den Henbane River fliegen, oh, die Wasseraufbreitungsanlage. Da stirbt gerade jemand, so oder doch. Stichwort Faith. Was mir gerade in den Sinn kommt, wir haben Faith nur einmal nicht unter Drogen stehend gesehen. Das war zu Beginn, als wir die ganze Sippschaft in der Kirche gesehen haben. Da, wo alles begann, da wohl alles enden wird. Ansonsten immer nur mit Bliss. Du hast Glück, dass du mich hast. Also, Faith scheint es wirklich zu geben. Gab es zu geben. Letzter Außenposten, der raucht. Bin mal gespannt, wann der nächste Far Cry Teil kommt. Ob ich vielleicht bis dahin mal Far Cry 3 wieder gespielt habe. Wobei ich würde ganz gerne, wenn ich schon ein älteres Far Cry spiele, dann würde ich ganz gerne von vorne beginnen. Far Cry 4 haben wir zusammen erlebt. Far Cry Primal, jetzt Far Cry 5. Dann bleibt noch das erste, das Ur-Far Cry, dann Far Cry 2 und eben Far Cry 3. Wen denn? Mal schauen. Würde aber ganz gerne noch die anderen drei Far Crys spielen. Mit euch hier zusammen erleben. Ich lande lieber oben. Von oben nach unten kämpft sich's besser. Ich will jetzt nicht hereinhehlen, ich will mal die Steinschleuder ausprobieren. Ich hoffe, hier wird kein Typ im Blissfeld sitzen. Und dann würden wir gleich auffliegen. Sieht gut aus. Auch noch verdammt sauber gelandet. Nein, nee, wir schießen nicht auf. Tulip. Pium. Ein Kinderspiel.
beide Insektenaußenposten unter Bliss. Kann man die auch mit einem geladenen Kopfschuss ausschalten? Lorna's Truck Shop. Wir finden es einfach mal heraus. Ich würde so gerne die Lautsprecher ausmachen, weil die behindern unser Angreifen etwas. Ich habe kein Scharfschützengewehr, mit dem ich gucken kann. Jess, du hältst dich bitte zurück, ja? Aber bitte lass dich nicht sehen, wenn du da runtergehst. Ach du Scheiße. Da ist ein LKW, da ist eine dicke Kuh. Die haben die Stimme von Faith aufgenommen. Ich wusste doch, dass sie nie wirklich live hier spricht. Wo sind die anderen alle? Das ist ein Außenposten und gerade sehe ich bloß einen, den hier vorne am Truck. Kann ja nicht sein. Wir müssen mal wieder runter und dann nochmal hinten gucken. Immer schön auf dem Hosenboden landen. Die Musik gefällt mir wieder, auch wenn es nicht der Haupt-County-Core ist. Da bewegt sich wer. Jetzt gehe ich hier gerade ganz schön frei umher. Dieses schnelle Ausschalten von Alarm haben wir noch nicht, ne? So, da ist hier wer. Ist ja richtig effektiv, das Ding. Toll. Müssen wir da noch mehr können? Müssen wir den erst irgendwie noch etwas verstärken mit irgendeiner Fähigkeit, mit einem Vorteilsgedöns? Ich gedacht, wenigstens aus der Nähe mit einem aufgeladenen Schuss, Kopfschuss und weg. Es war immerhin ein Stein, da schießt der mit dem dicken Geschütz. Super Jess. Heilen, komm schon. Aus dem Westen. Mist. Dein Kopf guckt dir raus, du Blödmann. Schneller nachladen, komm. Benzintruck. Ja, wie wunderbar. Ah, schade, aber kein Kopfschuss dabei. Komm, 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 benutz. Da unten ist ein Wolf zu hören. Warum schießt du aus der Deckung, ohne zu zielen, und dein Kopf ist zu sehen? Jo. Ich hätte den schon ganz gerne wieder unentdeckt eingenommen, den letzten Außenposten. Aber die Steinschleuder hat's verrissen. Der Pickup war cool. Jetzt aber keinen Kanister umfahren. Ja, Dödel. Region freigeschaltet, harter Typ. Neue Klamotte. Finde ich sowas von Quatsch in dem Spiel. Man spielt in der First Person, man sieht die Klamotte bloß, wenn man stirbt. Für die Absicherung der Region. Da er jetzt wieder in der Hand der Cougars ist, bringen wir ihn noch schön in Schuss. Dann können wir ihn zum Auftanken nutzen. Gute Arbeit, Rocky. Das ist fantastisch. Es kommt geil, Pizza. Ich brauche einen Fahrer. Wir nicht. Dynamit? Wir sind wieder voll? Kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, die Nachricht, die ich lesen wollte, habe ich vergessen. Probier's aus. In dem Spiel kannst du deine eigenen Level erstellen. Wofür brauchen wir jetzt den Schlüssel? Kann man den hier irgendwo reinstecken? Was? Eine Kuh ohne Euter? Was ist denn da kaputt?
Schaut mal, der LKW ist auch weggefahren worden. Der da. Was ich erstmal machen werde. Bestimmt habe ich die noch nicht wirklich richtig gespielt, aber der erste Einsatz war echt für ein Popo. Aber welches Scharfschützengewehr hatte ich denn genau? Genauigkeit, 10er Schaden. Jacobs Gewehr hatte ich nicht, dafür hatte ich doch das andere, was genauso aussah, ne? Das nicht, das sieht anders aus. Ne, das hatte ich zu Beginn mal. Hatte ich doch das? Das ist nämlich, ich hatte auch das, oder? Ich habe mir doch das Bessere geholt. Erstmal dahin, ja, hat auch die ganzen Aufsätze. Das ist unser. Noch Besseres mit noch mehr Schaden geht ja nicht. Insofern bleiben wir hier. Dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt fürs Finale einfach mal die Schalldämpfer ab. Brauchen wir eh nicht. Ablegen. Und auch bei dieser Waffe hier. Scharfschützengewehr? Nein. Die ARC. Gibt's noch was mit mehr Bums, was mir zusagt? Mal kurz gucken. Mir geht's um den Schaden, aber zeigt er gerade nicht im Vergleich an. Ein 7er Schaden. Nee, 4er Schaden, nur Genauigkeit 7. Oh. Ja, das ist ein Gewehr, aber das schießt halt langsam. Wobei Feuerrate sieht gar nicht so schlecht aus. Aber man sieht ja schon, dass es wirklich ein Repetiergewehr ist. Das ist eine AK, ne? Ja. Das Ding schießt schneller, das Ding macht auch mehr Schaden. Eine AKM. Sieht ja aus wie eine FAMAS. ARC, der Hai. Ja, toll. Sieht anders aus. AKMS 5665. 55. Bloß eine andere Lackierung. Dann lieber die ohne Lackierung. Nochmal im direkten Vergleich. 56655. 56. Oh, die Feuerrate ist aber hoch. Ich bleib doch bei der Waffe. Aber bitte keinen Schalldämpfer. Wobei bei der wenigstens Schalldämpfer. Doch, bei der schon. Aber Scharfschützengewehr will ich ohne Schalldämpfer. Das bumst schön. Munition habe ich vergessen. Wir können auch den ganzen Kram hier verkaufen, den wir gesammelt haben, den wir gar nicht brauchen. Nicht mehr brauchen. Und Gegenstände, was voll. Ist ja wohl ein Witz. Ich muss sagen, in Erinnerung, die Leute müssen wissen, dass es jetzt sicher ist, herzukommen. Das ist ja lustig, der Roter steht still, aber da ist noch eine, ich sag mal, Textur, die das ganz schnelle Drehen zeigen soll. Sieht ja witzig aus. Wer hat Tulip eigentlich hier auf der Straße geparkt? Ich habe doch oben geparkt, im Blissfeld. Beim Blissfeld. Sieht ja witzig aus. Können wir da auch sterben? Nein. Also ich habe die, den Gewehrsound von dem Scharfschützengewehr, von dem Scharfschützengewehr gegen Ende von Far Cry 4, viel stärker in Erinnerung. Kopfhörer mal ganz aufdrehen. Klingt zwar wuchtig, aber gefühlt klingt Far Cry 4, wo ich so viel Spaß mit dem Sound des Scharfschützengewehrs hatte, viel, viel besser. Hat gleich Schiss. Zu Recht. Er trifft auch nicht. Und eine MG42 gibt es ja auch gar nicht. Oder ich habe noch nicht so genau geguckt. Das ist eine Überwaffe. Das MG42 war echt überragend in Far Cry 4. Aber ich war ja auch froh, dass ich das nicht die ganze Zeit gespielt habe, ansonsten wäre das zu einfach gewesen, das Spiel. Wenn es zu einfach geht, dann wird es mit der Zeit langweilig. Und das MG42 war ja die Überwaffe überhaupt in Far Cry 4. Gut, jetzt sind wir ganz runtergetingelt für den letzten Außenposten. Jetzt geht's wieder ganz hoch dem Joseph Seed an den Kragen. Das macht Laune. Ja, das wird Laune machen. Glaube ich auch, Jess. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir ankommen, da werden wir
Anfang mit der Mission habe ich jetzt immer noch nicht, Ben. Und bis dahin, macht's gut. Und ciao, tschüss.